Dagmar ist hier. Dagmar ist 61 Jahre alt. Hallo Dagmar. Hallo Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Du hast auch zum Thema Geheimnisse angerufen bei mir heute. Ja, und zwar, ich bin seit Jahren spielsüchtig. Das heißt, ich gehe in Automatenspielbank. Ja. Und seit Jahren, sagst du? Ja. Wie viele Jahren? Oh, ich würde sagen 15, 20 Jahre. So lange. Ja. Und ich habe es also auch, mein Mann weiß, dass ich ab und zu früher mal auch im Casino gespielt habe, aber die meiste Zeit wusste er es nicht. Und ich habe jetzt letztes Jahr 300.000 Euro gewonnen. 300.000 Euro gewonnen? Ja. Und wie viel Schulden hattest du vorher? Na, was heißt Schulden? Nein, Schulden, wir haben das Haus, hat eine Hypothek und so, aber ja. Schulden hatten wir so nicht. Und ich habe also, wie gesagt, ich bin so alle 3-4 Wochen hin. Und ja, und dann habe ich den Jackpot da gewonnen. Das ist ja Wahnsinn. 300.000 Euro. Wer? Und das weiß keiner? Das weiß mein Mann, weil dann musste ich sie mir sagen. Er hatte noch gearbeitet, er hatte Nachtdienst. Ja. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, also unser Auto war schon ziemlich alt. Und ich muss auch sagen, an dem Morgen war ich gerade bei der Bank und versuchte, die Hypothek zu erhöhen. Und abends gelang mir das. Und dann bin ich nach Hause und habe ihm das gesagt. Und dann sagte er, wieso? Ich sage, ja, ich habe gewonnen. Ich war in der Spielbank. Und dann sagte er, wie viel? 30.000? Ich sage, hing eine Null dran. Wahnsinn. Ja. Da ist er umgefallen. Ja, ich habe das gerade deinem Mitarbeiter schon gesagt. Man ist ja emotionslos. Er hat sich zwar gefreut, aber irgendwo, also ich habe auch die ganze Nacht nicht geschlafen, bis ich am nächsten Morgen ein Check-in gebracht habe. Also, das wollte ich gerade fragen. Kriegt man Bargeld mit oder ein Check? Man kann Bargeld. Also ich hätte ein bisschen was mit, aber ich habe das alles, ich habe einen Check mitgekriegt. Ja, und das ist dann auch alles sauber und gedeckt und man kriegt sofort das Geld dann. Nö, ich habe das dann, das wird sofort aufs Konto gut geschrieben. Das wird geschrieben, glaube ich, zwei, drei Tage, bis es dann also von der Bank aus okay ist. Ja, und dann haben wir das Haus renoviert und ich habe den Kindern was gegeben. Da habe ich gesagt, ich habe im Lotto gewonnen. Ja. Und dann haben wir ein paar Reisen gemacht und ein bisschen, und dann habe ich jetzt noch was. Aber wir haben wirklich jetzt richtig, ich fühle mich unheimlich wohl. Ich habe mich vorher in meinem Haus überhaupt nicht wohl gefühlt. Und ich muss sagen, ich bereue es nicht. Sag mal, als du das gewonnen hast, während dieser Zeit, wusste dein Mann, dass du noch ab und zu spielen gehst oder war das geheim? Also, dass ich ab und zu spielen gehe, ahnte er. Aber er hat nie was, er ahnte es. Ja. Nur ich habe das gerade auch erzählt, ich bin sehr viel ehrenamtlich unterwegs gewesen, sodass ich sagen konnte, ich habe Sitzung oder ich habe dies. Achso, das war dann gut verdeckt. Ja. Und wenn mein Mann, wie gesagt, um 12, 1 nachts nach Hause kommt oder jetzt hat er Nachtdienst, dann merkt er es nicht. Ja. Stelle ich mir vor, dass das ausgesprochen verlockend ist, gerade wenn jemand spielsüchtig ist. Du hast ja gerade gesagt, ich bin spielsüchtig. Wenn man dann einmal so einen wahnsinnigen Gewinn macht, dass man dann wieder hingeht, in der Hoffnung, dass es wieder passiert. Natürlich gehe ich wieder hin. Du gehst wieder hin. Natürlich gehe ich wieder hin. Und das, was ich eben aufpassen muss, dass ich, also man wird mit den Einsätzen auch, also dass man sagt, ach, man holt doch noch mal 1.000 Euro, vielleicht kommt es ja doch. Wie viel hast du denn seitdem wieder verspielt? Nein, wie gesagt, wir haben wirklich hier alles umgebaut. Ja. Ich glaube, Neubauen wäre billiger gekommen. Und wir haben die Reisen gemacht und wir haben ein Auto und ein bisschen habe ich auch noch. Also ich hab noch und da sehe ich auch zu, aber ich gehe noch weiter. Wie oft gehst du hin? Ja, ich gehe so alle 3-4 Wochen. Alle 3-4 Wochen doch schon? Ja. Gehst du allein oder mit einer Freundin? Nee, das weiß keiner. Mein Mann merkt es jetzt, wenn ich also wirklich dann bis zum Schluss bleibe und dann also wirklich aus um 3 Uhr morgens nach Hause komme, dann weiß er ganz genau, dann sagt er, ich weiß, wo du warst, und dann bin ich frech und sage, ja, wenn ich da nicht gewesen wäre, hätten wir uns das alles nicht leisten können. Ja, hast du natürlich jetzt ein Argument, ne? Ja, und es ist auch jetzt ganz blöde aufzuhören. Aber du sagst ja selbst von dir, dass du benutzt ja selbst das Wort Sucht, ne? Spielsucht. Ich denke ja. Also ich habe immer gedacht, ich bin nicht süchtig, weil also ich gehe nie einen bestimmten Tag hin und ich muss sagen, ich sehe da Leute, die mir auch sagen, ich war gestern da und vorgestern ging das da. Aber du bist in dem Moment süchtig, wo du nicht aufhören kannst. Dann ist eine Sucht gegeben. Ich bin schon süchtig, weil also wenn ich weiß, ich gehe dann und dann hin, also dann steigt mein Adrenalinspiegel schon sehr hoch. Und ich habe so das Gefühl, dass ich es wirklich mache, auch wenn ich also Stress habe, wenn ich Ärger habe. Und es ist für mich also dann, ja, ich sitze da für mich alleine, sehe auch immer zu, dass ich also möglichst
ziemlich alleine, ich will mich auch nicht unterhalten und es ist für mich ein richtiges Abspann. Gehst du, ist das bei dir in deiner Stadt oder fährst du weit? Nein, ich fahre ungefähr 40 Kilometer. Ungefähr 40 Kilometer. Mhm. Mhm. Du, ist damit ja nicht, überhaupt nicht zu spaßen, das wirst du wissen, muss ich dir nicht zu sagen. Es gibt ja übelste, schlimmste Biografien von spielsüchtigen Menschen. Du hast bisher ja Glück gehabt, verdammt viel Glück gehabt sogar. Ich habe wahnsinnig Glück. Du hast irre was gewonnen, du bist noch nicht abgestürzt dadurch. Gibt es denn so den Willen, wenn es auch etwas Widerstrebendes dagegen gibt, aufzuhören und etwas dagegen zu tun? Jein. Du könntest das ja anders kanalisieren. Du sagst gerade, ich mache es, wenn ich Stress habe oder wenn du irgendwie belastet bist. Du könntest ja auch andere Wege suchen, das loszuwerden. Ja, es gibt einerseits einen Willen, aber andererseits, ich weiß ja jetzt, dass es geht. Ja, du hast die fatale Erfahrung gemacht, dass es geht und es ist immer noch gut gegangen. Ja. Und das ist natürlich ganz schlimm. Das ist für einen Süchtigen, schlimmer geht es schon gar nicht mehr. Nee, also wie gesagt, ich weiß noch, wie ich da, es war um 7:30 wie ich vor dem Automaten stand und daneben stand jemand und er sagte, Sie haben einen Checkpoint. Ich sage, nee, doch, Sie haben den Checkpoint. Und ich habe es also wirklich nicht geglaubt. Und Wahnsinn. Wie gesagt, ich weiß jetzt, dass es geht. Also sowas von unwahrscheinlich ist, das zweimal zu kriegen. Ja, natürlich, völlig. Einfach, nee, das ganz ist Wahnsinn, das ist, weiß ich auch, ja, aber... Ja. Ich schieb's auch immer schon raus, dass ich sage, ich gehe nicht jetzt nächste Woche, sondern jetzt. Ich gehe übernächste Woche hin. Aber wie gesagt, es ist. Du hast ja recht. Ich will nochmal fragen. Seit diesem Gewinn, wie viel Geld hast du wieder verspielt? Seit diesem Gewinn auch 30.000. 30.000. Mhm. Mhm. Aber du bist jetzt nicht verschuldet deshalb. Nein. Ich habe auch noch was. Mhm. Ich habe auch noch was. Mhm. Also, wäre ja schön, wenn du es auch behalten könntest noch. Nee, ich habe noch was, wo ich mir mal sage, das ist eine. Also eine Reserve, weil... Ich meine, das ist so eine lange Zeit. Wenn du 15 Jahre, ne, hast du gesagt, machst du schon. Ja, mindestens. Das ist ja irre lange, ist das. Mindestens. Aber wie gesagt, ich bin dann so mal alle Vierteljahr und dann mal zwei Wochen hintereinander und dann ein halbes Jahr gar nicht. Aber und jetzt seitdem, diese ist natürlich der Drang größer, ne? Es ist wirklich größer und es ist, ja. Würdest du etwas unternehmen wollen, um davon wegzukommen? Ich sage nämlich, wenn ich das sagen darf, wenn man 15 Jahre, glaube ich, so, wenn sich das so eingefahren hat, schafft man das nicht alleine. Würdest du etwas unternehmen wollen? Ich denke ja. Ich denke ja, dass ich es müsste, weil, wie gesagt, es wäre so schade, wenn ich jetzt die restlichen... Ja, es wäre dramatisch, wäre es. Also, weil, ja. Es wäre dramatisch und es würde sich ja vielleicht auch, wenn es jetzt richtig bergab ginge, die Gefahr besteht immer... Ne? Die Gefahr besteht immer, ja, ist richtig. Dass das auch vielleicht auf deine Ehe sich dann negativ ausüben würde. Das will ich nun nicht. Nein, aber ich habe mich auch schon, also ich bin in einer Großstadt hier. Geh doch mal zu den anonymen Spielsüchtigen. Da habe ich mir schon die Adresse mal rausgesucht, ja, wo das ist. Ja, das finde ich gut. Das will ich machen. Aber wie gesagt, ich wollte nur sagen, es ist bei mir wirklich so zwielichtig. Nicht? Ja, es ist völlig klar. Einerseits ist es... Ja, ich kann es auch nachvollziehen, dass man da dann zwiegespalten ist. Eine Sucht, dass man sagt, Mensch, es klappt ja doch. Also ich habe es nie geglaubt, aber es klappt. Wobei mit diesen anonymen Spielsüchtigen, das finde ich eine gute Einrichtung, weil das ist wirklich völlig anonym und da kann man mal hingehen und mal ein bisschen reden und mal gucken. Vor allen Dingen redest du da mit Fachleuten, ne? Die haben alle die gleiche Biografie hinter sich. Glaubst ja gar nicht, was da für Leute sind bei diesen Links. Du siehst, also was am schlimmsten ist, du siehst wahnsinnig viele ältere Rentner, wo du wirklich merkst am ersten oder am zweiten, dass die dann ihre ganze Rente verspielen. Mhm. Also es ist, und dass die wirklich nach Hause fahren und nicht mehr wissen, wovon sie leben können. Ne? Mhm. Und andererseits siehst du unheimlich viele Ausländer auch. Ne? Ja. Aber wie gesagt, es ist also nicht so diese in den Gaststätten, sondern es ist diese Automaten, die an den Spielcasinos angeschlossen sind. Sag mal, wie haben denn diese Leute dann reagiert, als die mitbekommen haben, dass du den Checkpot geknackt hast? Also ich musste ja dann ein bisschen warten, bis das alles abgeklärt war, weil das sind ja verschiedene Automaten in ganz Norddeutschland, die an diesem Checkpot, wo jeder sich gewinnen kann, in verschiedenen Städten. Ja. Und ein Automat hat ihn dann. Ja. Und da merkte ich, dass also einer furchtbar neidisch war. Ich habe dann dafür die ganze Mannschaft Kaffee ausgegeben, weil die sind ja alle mit dem Auto. Und sonst habe ich aber auch gesehen, dass es keiner mitkriegt, weil ich hatte eine Heidenangst, ich musste dann auf die Autobahn, bei jedem Auto, was hinter mir war, ich hatte eine Heidenangst, dass mich jemand verfolgt. Ja, weil du hattest den Scheck in der Tasche, ne? Ich hatte, obwohl damit konnte, hätte, glaube ich, keiner was machen können. Der war wohl, das stand da nicht drauf, aber den hätte auch nur ich kriegen können. Trotzdem hätte ich Angst. Aber trotzdem, ich hatte so eine Heidenangst, weil
so einige kriegen es mit und es sind zum Teil auch ziemlich dubiose Gestalten. Mhm. Nee, also ich war halt froh, dass ich hier war. Ich stelle mir das gerade vor, was für ein Gefühl. Du fährst da Mutterseelen alleine auf der Autobahn. Richtig. Und hast einen Scheck von 300.000 Euro in der Tasche. Ja, ich habe auch die ganze Nacht nicht geschlafen und morgens um 9 war ich ganz schnell bei der Bank und habe gesagt, ich muss das loswerden. Aber wie gesagt, für einen Süchtigen ist das natürlich die Hölle. Weil schlimmer kann die Sucht ja gar nicht befördert werden als durch so einen fetten Gewinn. Ne? Richtig, aber wie gesagt, er hat schon einiges gut gemacht und nein, ich passe jetzt wirklich auf. So. Und ich versuche auch das jetzt, dass ich mich ja wirklich bei denen mal melde. Ja, du bist ja gut informiert oder möchtest ich du? Ich bin informiert. Ich habe da. Du brauchst von uns nichts. Brauchst nein, uns da brauche ich nichts. Ja. Ne? So, dann danke ich für den Anruf, Dagmar. Wünsche dir alles Gute, alles Liebe. Gleichfalls. Und drück dir die Daumen, wenn du das.